Christmann Gnipperdoliga ist der Name eines Mörders, der Ende des 16. Jahrhunderts unter anderem in Trier zahllose Raubmorde beging. Angeblich ermordete er schon in vielen Ländern Menschen, bis er sich schließlich am Fraßberg bei Bernkastel versteckte. 8,5 Jahre lang griff er Reisende an, tötete sie und beraubte sie ihrer Güter. Er soll sogar Buch geführt haben über seine Opferzahl. Nur wer mindestens zu dritt unterwegs war, war wirklich sicher. Bis er eine Frau jedoch verschonte und mit sich in die Berge nahm. 7 Jahre lang musste sie ihm dienen und sich ihm hingeben. Es wird behauptet, sie habe in dieser Zeit 6 Kinder zur Welt gebracht. Berichten zufolge soll Christmann alle getötet haben und sogar ihre Herzen verspeist haben. Schließlich gelang ihr die Flucht und sie kam mit 30 bewaffneten Männern zurück. Christmann wurde festgenommen. Seinen Aufzeichnungen zufolge hatte er 964 Menschen ermordet und beraubt. Am 17. Juni 1581 wurden ihm die Glieder gebrochen und um ein Rad geschlungen. Er soll diese Tortur 9 Tage überlebt haben, bis er schließlich starb.